Und das ist so mein letztes Statement hier an der Stelle. Und die Leute, die es fühlen, sollen es fühlen. Die es nicht fühlen, sollen es nicht fühlen. Schneiden, reagieren drauf. Macht, was ihr wollt, Digga. So. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Mhm. Bruder, mach mal was gegen den Marvin California. Der Typ ist wie eine Ex, der hängt dir zu sehr an den Eiern. Ich habe jetzt die letzten ein, zwei Tage auch nochmal wieder so ein bisschen drüber nachgedacht, so, weil ich gesehen habe, der hat wieder ein Video gemacht und dann haben mir ein paar Leute bei Insta geschrieben, so, ey, der hat wieder ein Video gemacht und so hat drauf reagiert, was du reagiert hast. Und dann habe ich mir nochmal kurz, so, aber wirklich nur kurz Gedanken gemacht, weil, ey, ich kann leider noch nicht mit der Sprache herausrücken, so, aber in meinem Leben, ne, da passiert gerade so viel, was mein Leben für immer verändern wird, so, für immer. Und das sind wirklich große, ganz, ganz, ganz große Sachen so. Boah, das überkommt mich, wenn ich darüber nur nachdenke, so. Weißt du, wie ich meine, so? Und deswegen kann ich darüber mir nicht so intensiv Gedanken machen. Weißt du, wie ich meine, so? Ich kann auch nicht mich hinsetzen und dann versuchen nachvollziehen, warum der Typ so ist. Und dann Argumente suchen, warum ich dann so bin, wie ich bin und so. Ist für mich Zeitverschwendung und vor allen Dingen habe ich mich auch gefragt, warum? Aus was für einem Grund, Digga? Wem muss ich denn überhaupt irgendwas erklären? Wie hat denn das Ganze angefangen? Da ist ein Typ, der sitzt irgendwo im Keller und zieht sich Sachen von mir rein und fängt dann irgendwann an, sich über mich aufzuregen, weil ich irgendwas gemacht habe. So. Ich habe damit gar nichts zu tun. Also ich habe mit seinen psychischen Struggles und warum er auf mir rumhackt und warum er auf jedes Video reagieren muss und hin und her, ich habe damit im Endeffekt gar nichts zu tun, Digga. Er hat sich das ausgesucht. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich reagiere da drauf und ich sag dazu was so. Am Anfang emotional, aggressiv. Und so hat sich das Ding dann immer hin und her gespielt. Und der kann es halt einfach nicht sein lassen. Aber ich für mich persönlich, Bruder, wie vorhin gesagt, ich habe in meinem Leben so viele Sachen gerade, ne? Ich habe so viele Sachen in meinem Leben gerade, dass ich darauf einfach nicht mehr reagieren kann. Also mein absolutes letztes Statement hier an der Stelle ist, dass ich das ganze Ding in Real Life ziehen möchte. So. Wenn du ein Problem mit mir hast, Bruder, ne? Dann komm mir hin, sag mir es ins Gesicht und wir diskutieren darüber. So, alles andere ist für mich Kindergarten. Bruder, da kann ich mir jetzt wirklich keine Gedanken mehr drüber machen, weil es regt mich ja nicht mal wirklich auf. Es ist ja nicht mal so, dass ich irgendwie richtig so eine Aggression gegen den Typen habe oder einen Hass oder so. Ich habe das nicht, Bro. Und ich bin auch keiner von den Typen wie die Leute, die hier Twitch machen und YouTube und so. Ich bin das komplette Gegenteil von allen Leuten, die ihr hier auf den Plattformen findet, so. Die mich wirklich kennengelernt haben über meinen Weg, den ich gegangen bin, die kennen mich wirklich so. Die wissen, wer ich bin. Und wenn ihr euch mal fragt so und wenn ihr mich vergleicht mit den anderen Leuten auf Twitch, YouTube und so, ich bin anders, Bruder. Ich bin anders, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ich bin anders. Ich werde mich niemals hinsetzen und mir Argumente raussuchen, alte Videos anschauen von jemandem, um ihn fertig zu machen. Das geht über mein Herz, über mein Leben. Ich habe viel zu viel, Bruder, ich habe noch viel zu viel vor hier auf dieser Welt. Ich habe noch viel zu viele Sachen vor hier auf dieser Welt. Ich habe auch schon viel zu viele Dinge gesehen, damit ich mich jetzt da hinsetze. Wenn ich mich hinsetze und intensiv über irgendwas Gedanken mache, Bruder, dann mache ich das über irgendwas, was es auch wert ist, Bro. Weißt du, wie ich meine, so? Und deswegen ist es für mich das Thema an der Stelle einfach abgehakt und ich werde doch in Zukunft so, Dicker, ich werde doch in Zukunft, Bruder, ich werde mal schauen, wie ich mit so einem Thema umgehe, aber ich werde so viel wie möglich einfach wegignorieren, Dicker. Weil am Ende des Tages, fangt einfach mal an, drüber nachzudenken, wo ist der Ursprung von dieser ganzen Diskussion. Fangt einfach an, darüber nachzudenken, wo ist der Ursprung von dieser ganzen Diskussion. So. Und für mich gibt es da, ich hab keinen Grund mehr, ich habe keine Intention mehr, da irgendwas zu machen, Bro. So. Und das ist so mein letztes Statement hier an der Stelle. Und die Leute, die es fühlen, sollen es fühlen, die es nicht fühlen, sollen es nicht fühlen, schneiden, reagieren drauf, macht, was ihr wollt, Digga. So. Also ich kann mir von so, weißt du, und ich möchte auch, ja, so. Alles klar.